Richtige Sitzposition ist entscheidend, dass ich schnell und richtig reagieren kann. Wer so sitzt, hat dazu sicher keine Chance. Ja, Sicherheit beginnt natürlich mit dem Sicherheitsgurt, den ich auch hier ganz fest anziehe, sodass mir der Beckengurt richtig anliegt, vor allem im Winter mit dicken Jacken, ja, sollte der anliegen. Mit der Lenkradhaltung ist nach wie vor die Faustformel richtig. Wenn ich mein Handgelenk oben in der Mitte, ja, des Lenkrads habe, dann habe ich genügend Abstand zum Lenkrad und somit habe ich einen sauberen, fast 45-Grad-Winkel in meinem Arm. Wir sollten aber nicht nur die Arme auch diesen Winkel haben, sondern auch das Bein. Ja, das Knie sollte auch einen Beugewinkel haben. Im Falle eines Unfalls kann ich mir hier gut abstützen, aber bekomme nicht die ganze Kraft ins Becken. Und aus dieser Lage raus kann ich natürlich schnell und überall gut reagieren und habe auch das Auto im Griff. Die Kopfstütze funktioniert natürlich auch nur, wenn sie richtig eingestellt ist. Hier gilt auch, der Kopf sollte an der Kopfstütze anliegen und die Oberkante des Kopfes wäre auch der Abschluss der Kopfstütze, sodass ich genau im Zentrum den Schutz habe. Das wäre für mich die ideale Sitzposition.